Liebe zukünftige Leser, willkommen im Bienenhaus. Es ist nicht wirklich ein Bienenhaus, es ist eher das Schweizer Parlament, aber es geht dort oft zu, wie in einem Bienenhaus. Nun, wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann ist das eher aus diesem Grund. Aus dem Grund, weil hier ein Buch vorliegt, das ich beim Weltbild Verlag veröffentliche im nächsten Oktober. Und es heißt Wabers Schwarm, beschreibt die Reise eines Herrn Waber in die tiefsten Tiefen des Dschungels und auch in die tiefsten Tiefen seiner Psyche, wo er eine Erkenntnis gewinnt, die möglicherweise die Welt verändern könnte. Er sieht nämlich dort endlich den Grund für das Sterben der Bienen, dieses dramatische Bienensterben, das uns allen und unserer Landwirtschaft große Sorgen bereitet. Dieser Herr Schwaber wird dann aus dem Dschungel wieder auftauchen und zurück in die Zivilisation gehen mit dieser Nachricht und wird den Menschen das bringen, was er dort persönlich, psychologisch, geistig erfahren hat. Ich wünsche Ihnen also bei der Lektüre dieses Buches sehr viel Freude, aber ich erhoffe mir auch von Ihnen, dass Sie sich bewusst werden, wie wichtig die Bienenvölker für uns sind und dass Sie vielleicht auch etwas unternehmen, damit das Bienensterben in Zukunft eingeschränkt werden kann. Ich danke für Ihr Zuhören.